Dann haben sehr viele Leute vorgeschlagen, wir sollen beim Gurkensohn vorbeischauen. Der Gurkensohn hat irgendjemand einen Telefonprank gemacht. Ah, an Knossi. Okay, Knossi, der Scheiße geschickt bekommen hat, bekommt einen Telefonprank von Gurkensohn. Ich bin gespannt, was das für ein Telefonprank wird. Haben ein paar Leute vorgeschlagen, ich bin gespannt. Moin, Servus, moin Leute. Willkommen zum neuen Video. Und zwar habe ich heute was Spontanes überlegt, was Lustiges. Hier habe ich auch mein Handy schon in der Hand. Mhm. Auf jeden Fall habe ich mir gedacht, wie manche vielleicht von euch kennen, den lieben Knossi. Das ist so, für die, die ihn nicht kennen, das ist so ein leidenschaftlicher Streamer. Er ist ein leidenschaftlicher Streamer. Ich verstehe manche Dinge auf Twitch irgendwie nicht. Ich sag euch, wie es ist. Ich habe ja letztens schon mal ein Video gemacht, wo ich mich gewundert habe über manche Twitch-Dinge. Vielleicht gibt es ein Video dazu. Monte Casino Ende. Warum Monte Casino kein Casino mehr streamt? Gucken wir ganz kurz rein, damit ich immer besser erklären kann. Weil Knossi ist ja Casino-Streamer auf Twitch, ne? Ich kann gleich aber vorweg sagen, wir sind, ich weiß nicht, wie viele Zuschauer wir jetzt sind. Aber es wird in naher Zukunft erstmal keine Strandstreams mehr geben. Das kann ich euch auf jeden Fall schon mal sagen. Gibt zu viel Kopfschmerzerei für mich. Hat ja jeder von euch mitbekommen. Dass aus dem Nichts auf einmal es hieß, yo, ihr Kanal ist wie ein Fernsehsender zu bewerten. Und sie müssen jetzt eine Rundfunklizenz beantragen. Der Sinn dahinter. Und dass das völlig überaltet ist, die Gesetzeslage, brauchen wir nicht drüber reden. Dass ich aber diese Rundfunklizenz laut deutschem Gesetz brauche und wenn ich sie nicht bekomme, darf ich nicht mehr aus Deutschland streamen, darüber brauchen wir nicht reden. Das ist leider Deutschland. Und wenn angenommen rein theoretisch die Rundfunklizenz, die das vergeben, den gefällt Spielhallen, Content, egal auf was für eine Art und Weise, überhaupt nicht. Und die sagen, ja, das gefällt uns nicht, sie bekommen keine Rundfunklizenz. Was soll ich machen, Livestream? Was soll ich machen? Okay, das hat nämlich auch ein paar Leute geschrieben. Also die Sache ist die, Monte streamt jetzt kein Casino mehr, weil die Sorge besteht, dass die Landesmedienanstalten in Deutschland ihnen dann das Stream komplett verbieten würden oder so. Aber Knossi ist ja auch ein Casino-Streamer. Warum trifft das nur Monte? Verstehe ich nicht. Also ich möchte Casino-Streams nicht gutheißen. Ich finde Casino-Streams gerade für jüngere Zuschauer finde ich persönlich bedenklich. Aber ich finde es irgendwie seltsam, dass Monte irgendwie jetzt keine Casino-Streams mehr machen darf, aber andere Leute schon. Also ich verstehe das alles. Ich verstehe diese ganze Logik nicht. Die dürfen bestimmen, was ich streamen darf und was nicht im Grunde, ja? Ab zum Mixer ist vollkommen scheißegal. Also andere Leute dürfen entscheiden, was Monte streamt, aber wieso darf Knossi denn alles streamen, was er möchte? Ich verstehe die Hintergründe nicht, aber I don't know. Deutschland ist sowieso, was sowas angeht, ein bisschen seltsam unterwegs. Weil er viele Zuschauer hat, Knossi hat auch viele Zuschauer, unterschätzt Knossi nicht. Knossi ist mittlerweile auch ein echt großer Streamer und Knossi gehört, wenn Monte nicht streamt, ist Knossi der größte Casino-Streamer in Deutschland. Also wenn Monte jetzt diese Probleme bekommen hat, könnte es ja wahrscheinlich nur eine Frage der Zeit sein, bis Knossi auch diese Probleme bekommt. Was ich irgendwie schade finde, wie gesagt, Casino finde ich nicht so nice, aber ich finde Knossi zum Beispiel, muss ich sagen, Knossi ist ein richtiger Entertainer. Ja, der gehört vor die Kamera. Er hat schon echt lustige Clips, die ich mir auch immer gerne mal angucke. Auch wenn ich diese Casino-Sachen natürlich nicht so feiere und nicht so supporte, weil es halt einfach ein schwieriges Thema ist. Aber ich finde es irgendwie assi, wenn irgendjemand anders, wenn die Leute den Stream ausgeschaltet bekommen. Also was ist das denn für eine Scheiße? Ich verstehe es nicht. Seltsam. Okay, aber auf jeden Fall, er prankt Knossi. Mit Casinos zu tun und so, der ist auch YouTuber. Und ich dachte mir, heute prank ich ihn, indem ich sage, yo, pass mal auf, dies, das und so. Ich habe 100.000 Euro gewonnen mit 50 Euro Einsatz. Und ich würde mir denken, das ist bestimmt lustig. Rufe ich den jetzt mal an, ne? Knossi glaubt das eh nicht. Hallo? Moin, servus, moin Knossi. Gurkensohn hier. Deutschland. Gurkendieb, was los, Junge? Jo, was geht? Ich muss dir was Wichtiges erzählen. Hast du kurz Zeit? Beruhig dich, was ist los, Junge? Was Schlimmes? Nee, war eigentlich was Gutes, glaube ich. Also hoffe ich mal. Ich darf einen Ritter heiraten, oder was? Nein. Willst du erst einen Ritter heiraten? Das kommt noch. Da wäre Knossi mal eifersüchtig. Der würde nämlich auch gerne erst einen Ritter heiraten, wenn sie noch mal 20 Jahre jünger wäre. Jetzt hör wirklich gut zu, okay? Ja, ich höre zu, was ist los? Ich bin schon um den Block gelaufen. Mein Herz ist auf 200 Puls. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe das Fundi-MV abgeguckt. Ich war im Online-Casino. Online-Casino. Junge, du sollst nicht spielen.
Ja, ich hab jetzt, jetzt hör mal zu. Das verstehe ich aber auch nicht. Die erste Reaktion von Klossi ist ja komplett gut. Eine sehr, sehr positive und richtige Situation. Er sagt, Junge, du sollst nicht spielen. Das Problem ist aber, dass sowohl Mont, wobei er darf ja jetzt nicht mehr oder macht sich mehr, aber als auch Knossi Casino-Streams machen und damit 10.000 Leuten live zeigen oder auch in den Videos mehrere hunderttausend Leute zeigen, das ist geil. Casino-Spielen ist geil. So. Auch wenn sie dann hin und wieder sagen, ja, macht's, fangt erst gar nicht an. Aber diese Werbung, die sie für Casino machen, ist halt so immens. Also es fangen, ich würde meine Hand dafür ins Feuer legen, dass schon viele, viele tausend Menschen, egal jung oder alt, wegen Monte und Knossi mit Casino angefangen haben. So, also er sagt privat, fang erst gar nicht an, aber sie streamen Casino, obwohl sie wissen, dass es nicht gut ist, darüber Werbung zu machen. Das verstehe ich halt einfach nicht, weil ich finde Knossi und Monte beide so mega sympathisch. Ey, ich habe mir von Knossi das Video angeguckt, wo er bei der Boris Becker Finca war. Ey, und Knossi ist mir da so sympathisch gewesen, das war ein richtig gutes Video. Also war wirklich ein richtig gutes Video. Das hatte nichts mit Casino zu tun und das fand ich so nice und das habe ich mir echt gerne angeguckt. Oder auch, wo er zum Beispiel unsympathisch besucht hat in Stuttgart. Das war auch richtig cool, wo der da so ein bisschen den Sascha blamiert hat und so lustige Sprüche. Das fand ich echt gut. Also warum muss dann Casino gestreamt werden? Weil es halt gut läuft? Ja, aber keine Ahnung. Muss man für Geld oder für Erfolg so gesehen über Leichen gehen? Weil man sieht ja hier, seine Privatmeinung ist eine andere. Und das verstehe ich nicht. Du sollst nicht spielen. So. Das ist irgendwie eine Doppelmoral. So, ich mag die beiden richtig gerne, aber das verstehe ich ehrlich gesagt einfach nicht. Junge, du sollst nicht spielen! Ja, ich hab jetzt hör mal zu. Ich habe 3 oder 4 Mal gedrückt auf 50 Euro. Und ich glaub's halt selber nicht, Digga. Auf einmal kam da so eine Aufnahme, 100.000 Euro, ne? Nicht dein Ernst, Alter, willst du mich verarschen? Verarschst du mich? Nein. Ja, Junge. Ja? 100.000? Ja, und ich hoffe. Und ich hab das auch schon ausgebucht, oder wie man das nennt, ne? Ausgezahlt. Ausgezahlt. Jetzt pass auf. Und ich hab mir überlegt, ich weiß nicht, was ich machen soll mit so einem Haufen Standgeld. Ich lade dich einfach ein, Digga. Ich mache eine heftige Party mit. Ja, Baby, du hast 100.000 gewonnen, du Idiot, Junge! Ja! Alter, 50 Euro, bist du krank? Bist du Millionär mit deinen Videos oder was mit deinem Scheiß? Nein, ich habe mein letztes Einsatzgeld gemacht. Du bist nicht ganz sauber. 100.000, Junge! Ja, jetzt pass auf, Knossi! Und. Und ich habe 100 Riesen ist ja nicht wenig, glaube ich. Also, glaube ich, ist auch nicht wenig. Junge, du kannst dein Schmeiß die Kamera weg, es ist vorbei. Als ob man mit 100.000 Euro einfach so alles stehen und liegen lassen kann. Da hast du für ein paar Jahre, wenn du ein gutes Leben führst, hast du für ein paar Jahre keine Sorgen mehr. Aber mit 100.000 kommst du nicht bis ans Ende deines Lebens. In Deutschland auf jeden Fall nicht. Ey, du bist eingeladen! Ja, und wann? Wo? Ich komm direkt, ich fahr jetzt los. Ich hätte nicht gedacht, dass er es glaubt. Ich hätte nicht gedacht, dass Knossi es glaubt. Ey, Knossi weiß doch, wie klein die Wahrscheinlichkeit ist, dass man auf einem 50er-Spin 100.000 Euro gewinnt. Das ist eine Wahrscheinlichkeit von 0, irgendwas wahrscheinlich. Und als ob er es einfach glaubt, Alter. Jetzt los, Alter. Gurke, Junge. Ach so. 100.000. Wann, wo, wie, wo, was? Warte. Ich weiß nicht, wie lange das dauert, das Geld zu überweisen oder so. Aber ich würde dich nochmal anrufen. 3, 4 Tage ist da, Junge. Du kannst das Geld jetzt schon ausgeben, das ist ja damit, also, du kannst das Geld jetzt schon ausgeben, wie soll denn der damit überhaupt, ey, auf der einen Seite sagt er, schmeiß die Kamera weg, lass alles stehen und liegen, auf der anderen Seite sagt er, du kannst das Geld jetzt schon ausgeben, ja, dann hat er aber nicht lange was davon. Um mit 100.000 Euro sein ganzes Leben lang auszukommen, müsstest du wirklich richtig sparsam leben, weil überleg dir es mal, normaler Beschäftigter verdient im Jahr zwischen 20.000 und 30.000 Euro mit einem relativ normalen Job. Du brauchst auch ungefähr so diese 20.000, vielleicht 15.000 im Jahr. Mit 100.000 kommst du halt, wenn du sparsam lebst, zwischen 5 und 10 Jahre kommst du damit aus, aber noch nicht den Rest deines Lebens. Wenn kein neues Geld reinkommt und du halt aber dann, ich sag mal, wenn du dann aber dicke Partys machst und so mit dem Geld, das ist so schnell weg. Ey, es haben schon so viele Leute im Lotto gewonnen, die haben Millionen gewonnen, es war innerhalb von ganz, ganz kurzer Zeit weg. Da muss man echt, wenn ihr schnell an Geld kommt, dann müsst ihr erstmal ganz entspannt bleiben. Aber das ist ja eh nur ein Prank, aber trotzdem, ne? Also die Leute, die dann denken, ausgesorgt, so einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Wenn ihr 100.000 Euro in Regenbogengläser investiert, dann habt ihr wirklich ausgesorgt. Das ist Rente mal zwei. Ist nicht dein Ernst. Alles geht auf dich mit dem Oktoberfest. Alles. Kauf dir eine Schule, du zahlst alles.
Ey, Knossi! Oh mein Gott, wie er so richtig, jetzt kommt plötzlich der richtige Kick, Alter. Ey, Digga, Knossi! Ich hoffe, du nimmst das nicht zu Herzen. Das ist Spaß, Digga. Für mich bist du noch ganz sauber, oder was? Willst du mich verarschen? Tut mir leid, Digga. Schuldig, schieb dir die Gurke rein in den 12-Finger-Damm. Bist du ganz sauber? Hä? Hier anzurufen bei mir? Mir so einen Dreck zu erzählen? Ich hab mich für dich gefreut. Ja, das tut mir so leid. Ich kenne Mama Magia, 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 Junge. Weißt du, du bist echt nicht ganz sauber. Ist dir langweilig? Sitzt du zu Hause und da rufst du mal den König an, oder was? So hängen geblieben, die beiden, ey. Ja, ungefähr war das so. Ach stimmt, was sie nur sagen wollen. Darf ich das auf YouTube hochladen? Das fällt dir jetzt ein, danach noch zu fragen. Mach das doch eh, wenn ich nein sag, Junge. Willst du noch jemanden grüßen? Ja, ich grüße deine Freundin Jasmin Ritter, Junge. Kuchen mit Pfeil ist unterwegs in die JVA. Ich mach ihr Pass zusammen. So ein Hänger, aber er ist so ein süß, er ist so süß. Ohne Scheiß, du willst am Mittwoch am Oktoberfest, du willst. Ich wirklich, ohne Scheiß, das hat ein Nachspiel. Das hat ein Nachspiel, Junge. Okay. Soll ich hier anrufen, mich so verarschen, wenn vorher Montana Black macht das bei mir oder ich bei dem? Ja, sorry. Was sollte das für einen Unterschied machen, ob Montana Black das bei ihm macht oder er bei ihm? 100.000 Euro gibt Monte doch locker im Monat aus für Klamotten und irgendwas. Digga, als ob 100.000 Euro so für Monte so ein übelster Gewinn wäre. So, oh mein Gott, ich habe 100.000 gewonnen, auf einmal so rastenweise so aus. Digga, 100.000, das sind ganz andere Beträge da. Na gut, mein Bester. Tschüss. Ciao. Ey Leute, das war's jetzt mit dem Video. Wie er die ganze Zeit gelacht hat, ey. So ein richtiger Gurkensohn. Ich hoffe, Knossi das nicht zu ernst genommen. Puh. Bei 50.000 ausgerastet, natürlich rastet er auch bei 50.000 aus, klar. Weil man natürlich freut sich, wenn man 50.000 Euro gewinnt im Casino. Aber ihr müsst euch überlegen, wie viel Monte schon an Casino ausgeschmissen hat. Wenn Monte mit seinem Casino nicht einen Deal hatte, über Minimum 1 Million oder 2 Millionen, dann ist es wirtschaftlich absolut nicht sinnvoll, was die da die ganze Zeit an Geld rausballern. Also, I don't know, ich weiß nicht. Die Werbung, die für dieses Wilds Casino gemacht wurde, die war schon extrem stark. Wenn das nicht mindestens 1 Million, 2 Millionen Euro Deal ist, dann lohnt es sich das alles gar nicht. Also, so viel Geld, wie da jeden Tag reingeflossen ist. Ich würde sagen, haut rein und macht euch noch einen schönen Abend, Leute. Aber ich habe auch keine Ahnung von diesen ganzen Casino-Geschichten. Ich gucke es auch nicht aktiv. Ich gucke ab und zu rein, weil ich einfach Monte gerne mag, weil ich sehr sympathisch finde. Also ich kenne Knossi noch nicht so wirklich so lange, aber Knossi ist mir auch sympathisch. Aber diese ganzen Casino-Sachen, wenn man da, also ich weiß auch nicht, wie das mit dem Bonus funktioniert und so, aber wenn das mindestens nicht in so einem Betrag liegt, dann ist es echt unvernünftig.